Am 4. November 2017 stellte der Jugendbuchautor Dirk Reinhardt im Veranstaltungssaal des Benno-Hauses in Münster seinen Jugendroman Train Kids vor, der 2015 veröffentlicht wurde. In seinem Jugendroman greift er die Themen Kinder und Flucht auf. Der Hintergrund ist, es geht wirklich um Kids, also um Jugendliche in dem Fall, die versuchen auf Güterzügen als illegale Flüchtlinge aus Mittelamerika durch Mexiko bis in die USA zu kommen. Und das ist auch eine reale Thematik, da sind viele Tausende sind da unterwegs auf den Güterzügen in Mexiko. Die meisten versuchen zu ihren Müttern zu kommen, die sie halt irgendwann mal zurückgelassen haben in der Heimat. Und da war ich in Mexiko und habe mit vielen von denen gesprochen und habe die ganzen Geschichten und Eindrücke dann zu diesem Jugendroman verarbeitet. Mit Hilfe von Karten und Fotos hat der ehemalige Journalist die realen Gefahren, denen die Kinder entlang der Bahnschienen ausgesetzt sind, geschildert, bevor er mit der Lesung selbst begonnen und das Publikum mit auf die gefährliche Reise der Romanfiguren Miguel, Fernando, Emilio, Chas und Angel genommen hat. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Lehrerin Ulrike Gottheil, welche sich damit von ihrem ehemaligen vierten Jahrgang verabschieden wollte. Zudem interessiert sie sich aus persönlichen Gründen für die Thematik des Buches. Das Thema Flucht und Flüchtlinge oder gute Versorgung liegt mir aus vielen Gründen auch am Herzen. Also zum einen ist es so, dass mein Sohn, der in Leipzig studiert, der ist 23 Jahre alt, wird im nächsten Sommer 24. Sein Vater ist auch politischer Flüchtling gewesen. Auch die syrische Künstlerin Bushra Arnous, die vor 3 Jahren nach Deutschland gekommen ist und ihre eigenen Erlebnisse in Bildern verarbeitet, war bei der Lesung vor Ort und sieht im Buch Parallelen zu ihrer Kunst. Das ist so wichtig für mich, über diese Romane zu erfahren, weil die spricht über Flüchtlinge, die aus Mexiko nach USA gehen möchten. Und das entspricht auch unserer Erfahrung. Sie sind sehr ähnlich. Es gibt auch natürlich viele unterschiedliche Sachen, aber am meisten sind sie ähnlich. Flucht und diese Trauma, die mit der Flucht verbunden ist. Das Buch Train Kids ist Dirk Reinhardts vierter Jugendroman. Vielleicht folgt ja schon bald der nächste.